And I just couldn't believe it. It just absolutely threw me completely. It was like the world just turned upside down. Ja, ich würde sagen, das Besondere an dieser Ausstellung ist eigentlich, dass sie ganz simpel ist. Man lässt Leute zu, die über Geburt und Tod reden. Es ist ein ganz simples Konzept. Man darf als Beobachter teilnehmen und eintauchen in die Geschichte. Then they opened her up and then I saw her and I was like, okay. It's the most unbelievable thing in the world that the person whom you entered through, is gone. Ja, wir haben gefunden, es ist ein spannendes Konzept und es hat vor allem eine unglaubliche Aktualität mit der Situation mit Corona, wo wir seit einem Jahr tief drinstecken. Und gleichzeitig reden wir eigentlich sehr wenig über den Tod. Der Tod ist in Zahlen verpackt. Wir reden von Infektionszahlen, gelegentlich von Todeszahlen, aber wir reden eigentlich selten über das Sterben, das stattfindet. Darum ist es uns sehr wichtig, dass wir das zum Thema machen. Die Ausstellung ist eigentlich sehr dunkel gehalten. Man sitzt hier im Halbkreis um einen Bildschirm und es hat etwas wie, wenn man am Lagerfeuer sitzt und Geschichten erzählt bekommt. Es gibt eine heimelige Atmosphäre, die ich wichtig finde für das sehr, sehr persönliche und intime Thema Geburt und Tod. Und da ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und das schafft der Mats Staub mit dieser Installation sehr gut. Die Leute reagieren meistens so, dass sie zuerst sich ein bisschen überwinden müssen, so lange bleiben zu hocken. Die Filme gehen stumm, man muss eine Stunde lang herhocken und sich auf etwas einladen. Das ist in der heutigen Zeit, wo man immer so ein bisschen gewöhnt sind, zack, zum Nächsten, ist das nicht ganz einfach. Aber nachher ist es immer sehr, sehr positiv. Also es ist sehr berührend, einzutauchen in die Geschichten. So tief können zu gehen mit jemandem, den man gar nicht kennt. Die erzählen ganz viel aus ihrem Leben und man darf einfach teilhaben an dem. Und das ist sehr berührend und regt zu sehr vielen Gedanken an. Man denkt nachher selber über die Themen Geburt und Tod nach. Und das ist das Tolle an dieser Ausstellung, dass sie den Raum lässt, dass sie die Sicherheit haben, können auf das Thema zuzugehen und gleichzeitig mehr Gedanken zu machen an einem sicheren Ort.